Hallo Parfümfreunde, willkommen auf meinem Kanal Altensdüfte. Heute geht's um Sauberdüfte, frisch gewaschene Düfte. Das ist eine meiner Lieblingskategorien von Düften. Und ich möchte euch meine Top 10 zeigen. Im jetzigen Stand 2017, was ich für richtig toll empfinde, rieche, das ist halt mein Geschmack. Ihr könnt es natürlich liebend gern eure Lieblingsdüfte, Sauberdüfte. Wenn ihr nicht wisst, was Sauberdüfte sind, ich beschreibe euch das mal. Das sind eigentlich die besten Tagesbegleiter, wenn du in einem sehr sterilen Bereich arbeitest, eigentlich wo du immer safe, also wo du sicher sein kannst mit deinem Duft, aber also einen guten Duft hast, aber nicht auffällst. Es darf nicht zu sehr polarisieren. Viele Düfte sind ja auch darauf ausgelegt, so ein bisschen, hey, hallo, ich bin da zu sagen, aber dieser Duft sagt, hey, ich bin da, ganz nett und freundlich, aber es bleibt ein sehr angenehmer Geruch im Kopf hängen. Ich fange mit meinen Top 10 an. Also ich fange mit meiner 10 an. Das wäre halt ja. Und 1 wäre halt der Olymp meiner Duftgeschmack. Also mein Duftgeschmack. Ich fange mit meine Langzeitliebe Lacoste Parfum an. Das ist für jede Frau geeignet. Das ist ein top Alltagsduft. Du kannst ihn immer tragen. Das ist ein blumig, frisch, süßer Duft. Also eigentlich ein guter Halt. Was machen meine Haare heute? Die sind mir ständig im Gesicht. Wartet mal, vielleicht muss ich sie nochmal durchkämmen mit meinen Händen. Das wird immer schlimmer, wenn ich sie so durchkämme. Warte. Soll ich eine Haarspange benutzen? Also ich sehe so klein aus. Ja gut, weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hing. Ja gut, frisch. Also bist immer safe mit dem Duft. Du kannst ihn überall tragen. Für Frauen. Ich kenne junge Damen, die nicht mehr richtig Düfte besitzen. Das ist ein toller Duft, wenn du nicht weißt, welchen Duft du tragen sollst. Wenn du nicht solche Keulen magst. Das ist perfekt. Lacoste Parfum ist für jede Frau geeignet. Dann geht's auch ein Safe-Duft, auch ein guter Geschenksidee. Die neue Variante ist echt gepfeffert, also gesalzene Preislage. 25 Milliliter für 25 Milliliter für über 40 Euro. Ich rede von Deutsche Gabbana Light Blue Intense. Ihr könnt auch die normale Variante, da bist du auch safe. Du bist, das ist Richtung Sommer gezielt, aber dann ist 8 fast unbekannter Duft, geht auch so Richtung Light Blue von Dolce Gabbana. Miu Miu. Ich füge euch mal das Bild ein. Da gibt es 3 verschiedene Miu Miu in Blanche heißt es. Und der ist auch frisch, grün. Richtig toller, toller Duft. Kann ich euch richtig empfehlen. Schnuppert's mal. Das ist auch so ein Safe-Duft. Auch leicht holzigen also einen holzigen Touch hat es auch. Leicht holzig. Dann kommen wir bei 7 Calvin Klein Eternity Night. Aber es ist mal eine limitierte Ausgabe. Ja, das ist ja auch mein Favorite Safe. Ja gut, bei 7 wollte ich den reintun, aber ich lasse es und 7 hackt man nachher ab, wenn mir was anderes einfällt. Ich muss jetzt mein Gehirn arbeiten lassen. Ich möchte kein limitiertes Zeug euch irgendwie anschwatzen. Das ist kein Anschwatzen, das ist mein Geschmack. Gell? Dann gehen wir bei 6 gehe ich zu... Ja, dann packe ich
6 und 7 ist, gehört Elisabeth Arden. Ich liebe ihre, also ihre dürfte, ja doch, Elisabeth Arden. Das ist eine amerikanische, wenn man hat tolle Düfte. Ich kann euch White Tea Herrn empfehlen. für den Ehemann von Julina geeignet, Florian. Das hatte ich mir ganz am Anfang schon mal gesagt. Das hat einen tollen Duft. Das ist frisch, holzig, zitrisch, richtig ein toller, toller Duft. Aber ein leichter Duft, ja, nicht so eine, ich bin jetzt da und schaut's mich alle an. Und das ist, wie gesagt, das sind alles Safe-Düfte, wo du überall tragen kannst. Dann 6 gehört Splendor, auch von Elisabeth Taylor. Das ist auch so richtig schön frisch, grün, pudrig, frisch gewaschen. Das ist ein toll, also das hat auch einen tollen, tollen Halt. Ist auch fast beim Ausverkauf. Ich habe es aber geschaut. Ich habe jetzt bei dem geschaut, der ist noch im Handel so einige Stellen noch zu ergattern und sehr günstig, also richtig günstige. Es ist, das meiste ist jetzt günstig, umso höher, umso preisiger wird es. Ist so, mein Geschmack, ich kann es nicht ändern. Dann auch wieder so ein Klassiker, die Firma Coty ist lang im Geschäft, aber sehr lang. Und ich bekomme den Namen nicht hin. Ich habe es euch vorgestellt. Ich habe es mit Chanel Nummer 5. Es hat so einen Aufbau. Aber es hat so diesen samtigen Effekt. Der Magnet. Verzeiht es mir, ich bekomme es echt nicht hin. Es ist französisch. Ist nicht so mein Ding. Ich konnte es nicht. Chanel Nummer 5 ist für mich auch ein Zift. Aber ich muss es erklären. Warte. Weil das ist ein Duft, der sagt schon, hey, hallo, ich bin hier, schaut mich an. Aber es schaut dich so an. Es ist ein Schau mich an Duft, aber es hat diese Madamigkeit. Wenn ihr wisst, was ich meine, es ist ein bisschen gehobener. Also du kannst mal Chanel Nummer 5 überall tragen. Das ist einer der Safes Düften. Es ist halt gesalzen, aber damit kannst du nichts falsch machen. Du kannst mit Chanel Nummer 5, wenn du es verträgst, überall tragen. Dann geht's weiter. Was habe ich mir noch geschrieben? Oh ja, mein Liebling. Das ist echt mein Liebling. Das ist, gehört wirklich. Ich bin so froh, dass ich diesen Duft entdeckt habe. Das ist von Tosori Orient. Das habe ich ja schon ein paar Mal in Videos erwähnt. Ich habe jetzt auch ein Favoritenvideo gedreht. Da habe ich es auch wieder drin. Wirklich, ich sag's euch, ihr müsst diesen Duft schnuppern. Das ist fast so als Nebeninfo. Kennt ihr Narciso Rodriguez Essenz? Das riecht so ähnlich, aber Essence hat nur so einen leichten Hautcremig-Anteil. So ein bisschen leicht, aber sehr leicht. Putzig, süß, aber sehr leicht. Tesori Orient Musico Bianco hat es nicht. Es ist ein eiskalt, so richtig eiskalt. Ich kann es mir bei Männern vorstellen, ich kann es bei mir vorstellen. Ich bekomme immer ein Kompliment, wenn ich diesen Duft trage, auch im Herbst, auch im Winter. Das ist ein sauber Duft und da kannst du nichts falsch machen, absolut nichts, nothing. Dann geht's weiter auf Platz 1. Ich konnte mich nicht auf Platz 1 teilen, sich zwei Kandidaten. Das sind aber auch sehr gute Kandidaten. Ihr werdet es mich verstehen. Auf Platz 1 habe ich Molekül 1 hingestellt. Das ist einer der Safe-Düften, die ich kenne. Ich habe den jetzt mit rein. Ich hatte den als erstes im Gedanke. Ich habe den Duft immer im Gedanke. Nur das ist problematisch für Leute, die das nicht riechen können.
zum Schluss der Geschichte, wenn der Sound zu Ende ist, ja, wenn die ganzen Lichter ausgehen, nach 4-5 Stunden riechst du deinen Duft auch selber nicht, wenn es auch im Betrieb ist. Viele, wenn du Düfte sehr oft trägst, dann riechst du es auch nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ist doch egal, dann nehme ich Molekül. Es ist halt meine Top 10 Liste und ich stehe jetzt dazu, bevor ich ewig noch mich rumlaber. Es ist ein toller Duft, schnupperst, wenn du es riechen kannst. Auf der Haut entwickelt er sich ganz anders. Bei jeder Person riecht es anders und es ist der eine. Viele Düfte ändern sich mit dem pH-Wert von dem Träger, aber der macht da so Sprünge, das sind ja schon richtige Sprünge. Also du, bei manchen riecht es, ich rede viel zu viel. Jetzt kommen wir auf Platz 1, die sich zusammenteilen mit Cartier Bossé de Volée. Bossé de Volée, ich spreche es so, wie ich es ausspreche, weil ich nichts auf Französisch, ihr wisst ja. Eigentlich habe ich mir mein Hobby falsch ausgesucht. Die meisten Düfte französisch aussprechen. Ja gut, egal. Das ist auch einer der, also das, diesen Duft habe ich, möchte den euch auch schon mal vorstellen irgendwann, aber diesen Duft habe ich in meinem Olymp der Düfte als ersten Duft. Das ist jetzt Zeus, ja? Ja, Zeus. Oh, ich liebe diesen Duft, für jeden Frau geeignet, für jede Altersgruppe, für jeden Charakter, möchte ich jetzt nicht sagen, so temperamentvolle Frauen. Ich weiß nicht, ob das bei temperamentvollen, rassigen Frauen klappt, das weiß ich nicht. Okay, aber ich bin auch so eine Südländerin, ja, Pseudo-Südländerin, ich habe nichts an Südländern an mir, ich habe keine dicken, fetten Haare, ich habe nicht diese Knochenaufbau, also so eine Südländerin sehe ich mir, stelle ich mir eigentlich ganz anders vor. Egal, ich schweife wieder ab. Gut, also der Olymp ist jetzt fertig. 10 Top-Düfte und eins ist halt ein absoluter Top-Seller in meinen Augen, in meinen. Ja, es muss nicht in jedem Augen das gleiche Duftrichtung sein, aber Freunde, wenn ihr euch für Sauberdüfte interessiert, für Safe-Düfte, dann verpasst nicht mein Video. Ja, gucken, bis zum Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, schöne Zeit und tschüss.